Oh, da lang. Ich kann mich über das Spiel nicht oft genug aufregen. Ich weiß auch immer noch nicht, wieso ich das noch spiele. Ich sag gekauft und es wird gespielt. Genau wie bei Jamba-Klingeltönen. Wenn die mal gekauft hat, dann benutzt man die auch, egal ob die irgendwann mal nerven oder nicht. So. Noch niemals einen Jamba-Klingelton gekauft, aber egal. Oder es ist ja noch nicht mal gekauft. Ich glaube, die musste man doch immer abonnieren. Ja. Klar. Achso, ne, ich musste doch den Scanner benutzen. Mache ich denn für einen Scheiß? Okay. Achtung, gleich gibt es wieder so einen dummen Spruch. Okay, er ist hier lang gelaufen. Er ist wahrscheinlich über den Zaun geklettert. Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden. Wird mir sowas Blödes kommt wieder. Hä, wieso scannt er nicht mehr? Was sollen die schon? Wieso steckt da das Ding jetzt schon wieder weg? Leute, ich drück keine Taste. Das macht er automatisch. Weil ich zu nah an der Tür dran bin, deswegen. Die Tür ist locked now. I'll follow him some more. Nein, da lang. Nein, nach oben. Ist irgendwo oben. Da hängt bestimmt einer. Ach da, ein Turm. Sieht aus wie bei Firewatch. So hieß das Spiel. Das fand ich um Meilen besser. Leute, das Spiel Firewatch kann ich euch empfehlen. Ist zwar ein komplettes Exploration Game, also einfach nur so Walking Simulator, wie man das immer nennt. Ist total vom Gameplay nichts Interessantes, keine Herausforderung. Aber wenn die Story irgendwie stimmt, wenn es irgendwie spannend ist, von mir aus. Und Firewatch, okay, war jetzt nicht so super toll das Spiel, aber... Signal is coming from the tower. Ja. Hab mich gerade daran erinnert. An Firewatch, der Turm hier. Aber war irgendwie um Meilen besser wie das hier. Obwohl, die Story ist hier vielleicht auch ein bisschen interessant. Ja, okay. Aufpassen. Die Story ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie gesagt, aber ist irgendwann mal an mir so ein bisschen vorbeigegangen und ich habe mir überhaupt gar nicht mehr Gedanken drüber gemacht, weil ich immer irgendwie so den Faden verloren habe, wenn irgendwie so Gameplays kommen, wo einen immer jedes Mal aufregen. Immer so die Sachen, die sich wiederholen und so unnötige Sachen, die eigentlich gar nichts bringen, einfach nur Zeit kosten. Da regt man sich immer auf und es ist doch Firewatch. Ich überlege gerade, ob das nicht irgendwie mit Absicht so gemacht wurde. Es sieht fast genauso wie... Obwohl die Türme sehen so Überwachungstürme. Schleiche ich eigentlich? Ah, ne. Du... Alter, wie klein bin ich denn überhaupt? Guck mal, wenn ich gerade ausschaue, dann gucke ich gerade mal hier über... Ich habe gedacht, ich laufe hier die ganze Zeit im geduckten Zustand. Obwohl, das ist normal so. Außer als wäre ich so ein kleines Kind. Also wie gesagt, bei Firewatch, aber ich glaube, die Türme sehen ja immer so, ja, so. Sind ja so, hier sieht man es ja. Ja, so Türme und da passen die mal auf, dass nicht irgendwie die Wälder Feuer fangen, weil das so heiße Gebiete sind. Wo dann leicht mal irgendwas entzündlich sich entzünden kann und die passen dann immer auf. Deswegen Firewatch halt. Henry says Care will prevent 9 out of 10 Woods Fire. Was? Care, was heißt denn Care? Schütze oder ne? Vorsorge oder sowas. Präventive Sorge. Ach, keine Ahnung, was ist auch scheißegal. Soll ich hier überhaupt?
da Sachen rumschmeißen. Haben die auch mit Absicht eingebaut, dass man sich abreagieren kann wahrscheinlich. Aber da geht noch nicht mal was kaputt. Bestimmt aus dem Metall gemacht worden, wo auch Captain Americas Schild her ist oder so. Keine Ahnung. Ach, ich sollte mal auf den Scanner. Ich reg mich jetzt wieder nur auf und ich verliere schon wieder den Faden. Das ist immer die Sache. Ich reg mich immer auf und verliere komplette Faden. 100% so, scannen. Wo bist du, du Arsch? Da, da ist er. Oh, wie geil! Verdammt nochmal! Oh, hab ich mich drauf gefreut, Mann! Anomalien finden und zerstören. Ach, da hinten. Krieg ich. Wo bist du? Ich denke wirklich immer, ich würde kriechen. Ach, jemand schaut auf unser Haus. Ah ja, klar. Aha, zieh dich aus. Left her alone again. Ja, das scheint den gar nicht zu beunruhigen, dass es so direkt auf unser Haus gerichtet ist. Obwohl, der hat es wahrscheinlich dahin gerichtet, keine Ahnung. Achso, Anomalien, klar, da war ja was. Ach, komm, komm, dich krieg ich. Ach, Mann. Das ist eine Kacke. Sieht man kaum. Was? Noch eine? Ich dachte, das wäre die letzte. Oh, ist doch rumgewichse! Ach, Mann. Wie ist denn der jetzt? Bin ich blind? Die sieht man kaum. Das ist das Problem. Scheißnebel. Wieder sowas, das Spiel gestreckt. Hauptsache noch schlecht sichtbar gemacht. Hey Leute, wir kommen nicht auf die 12 Stunden. Wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen. Hey Chef, ihr habt eine coole Idee. Wir bauen da einen Nebel ein. Der jetzt muss doch da oben sein. Da, da drin. Da drin. Ach so, das ist doch auch eine Anomalie oder was? Nee, Quatsch, so. Abschießen. Stabilisierung, was? Ach so. I was right. He's not here. I should look around. It looks like he was hiding something in here. Okay. Dank unseres Lokalisierers haben wir was gefunden. Danke, Lokalisierer. Kann dich nur weiterempfehlen. Ach, schon wieder so ein Ding. Eine Wanze. Achtung, jetzt steht er wieder auf der anderen Seite. Nee, doch nicht. Einer, der wieder wegläuft.
den ich alle Welt Vorsprung gebe, aber nein. Scheint sich nie von uns zu entfernen. So, Cabin. Cabin. Cabin? Da ist ein Cabin. Schlüssel zur Hütte. Ach so. Da steht's ja. Ich hoffe, dass ich damit die Tür zur Hütte dort unten öffnen kann. Das hoffe ich doch auch. Das ist die Key to the house. Let's see what he's hiding there. Mann, ihr bei YouTube habt's gut. Ihr könnt einfach Pause machen, wenn ihr unten irgendwas nicht gelesen habt. Und nicht während des Spiels. Ich muss dann erst beim Schnitt später kann ich das dann nochmal nachlesen. Aber das ist doch scheiße. Das will man doch während des Spiels direkt mitkriegen. Es gibt auch Spiele, da habe ich immer irgendwie, wenn ein Text kam, einfach immer irgendwie... Oh, das könnte hier auch funktionieren. Aber das ist dann so dunkel, ob man das dann auch lesen kann. Und das will ich euch aber ehrlich gesagt auch ersparen, weil dann würde ich ja jedes Mal, immer wenn ein Text ankommt, habe ich dann immer gemacht, als ich dann, ja, als ich die Videos noch gar nicht veröffentlicht hatte. Ich immer irgendwie Pause gemacht, gelesen, Pause gemacht. Da hat es mich immer aufgeregt, wenn man in Spielen Pause gemacht hat und man den Hintergrund oder das Spiel überhaupt nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, hier kann man es dann sowieso nicht lesen. Und ich laber sowieso unnötige Scheiße wieder. Was soll ich jetzt machen? Durchsuche den Bereich um die Hütte herum. Ach klar. Ah, ja, durchsuche, ja. Ach, Suche, ja. Da ist das Wort Suche, genau. Dummes Rumgewichse ist es. Suche. Anomalien zerstören. Felsblockaden wegschlagen. Bretter entfernen. Kisten hervorschieben, damit man irgendwo hochspringen kann. Hin und her laufen, um irgendeinen Schlüssel wiederzufinden, den man vorher nicht aufsammeln konnte. Durchsuche den Bereich. Muss ich den Lokalisierer eigentlich wieder verwenden? Ja, klar. Und sonst. Das nimmt ja auch kein Ende. Anstatt direkt mich hinzuführen zum Turm. Ja, tausendmal irgendwelche Scheiß... Aber so unnötige Sachen. Wo? Er ist da über den Scheißzaun geklettert. Wow, super. Das ist sowas Interessantes. Und das muss ich dann erstmal finden. War man doch vorhin schon, oder nicht? Habe ich den Schlüssel? Ach so, okay. Ja klar. Doch gerade eben geholt. Sogar sowas habe ich vergessen. We must find out how to open that goddamn basement. Verschaffe dir Zugang zur Hütte. Ja, hier wird zum Motor sein. Man muss den Kabel folgen. Kabel? So, den kann ich mir wegstecken. Storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Und so, ach klar. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Axel, nur die Grafik gefällt mir so. Ist auch mit so einer ziemlich aktuellen Technik, mit der Fotogrammetrie-Technik irgendwie gemacht worden. So nebenbei gemerkt. 3 minus 1 und ein Pluszeichen mit einem Kreis. Aha. Was soll ich damit? Lokalisierer benutzen? Nee. So sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Anstatt wichtige Texte, wie so Texte hin wie das, so eine unnötige Kacke. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Die kiffen da wahrscheinlich nur. Mehr machen die dort nicht. Nothing in here. Need to find the slide. Ja klar, finden.
Was heißt, ich muss es finden? Muss suchen, nimm doch das scheiß Wort wieder in den Mund. Wer suche, der finde. Ach klar, lesen habe ich ja. Notizen von Observierung von Adam und Eva. Oh, es observiert uns jemand. Scheiße, er kennt jedes Detail, als ob er in unserem Bett geschlafen hätte. Hat er wahrscheinlich auch. Da ein Gewichst. So, Adam ist um 5.21 Uhr aufgewacht, obwohl er gestern erst spät in den Schlaf gefallen ist. Emma ist um 8.40 Uhr aufgestanden. Danach haben sie gemeinsam gefrühstückt. Als sie ihn fragte, ob er die erste Nacht im neuen Haus gut geschlafen hat, log er sie an und sagte ja. Er schläft gerade einmal 5 bis 6 Stunden am Tag, manchmal auch weniger. Es ist als seine einzige Lüge gegenüber. Es ist nicht seine einzige Lüge gegenüber seiner Frau. Emma hat jedoch auch ihre eigenen Geheimnisse. Beide geben an, sie gegenseitig vollständig zu vertrauen, doch das ist nicht der Fall. Heutzutage kann man niemanden trauen, nicht einmal sich selbst. Oh. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht einmal uns selbst trauen. Ja. Trifft ja auf den Verrückten sowieso zu. Nee, da ist nix. Ach, das habe ich auch vergessen. Foto, also ich meine, das mit den Rotieren versteckte Botschaft. Entschuldigung, muss ich ausstoßen. Foto eines Autos. Achso. Gedacht, wollen die mich verarschen? So, unser Auto. Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Achso, das sind ja seine Gedanken. Du verstehst immer noch nicht mit den Rotieren versteckte Botschaften. Weil oben rechts sind die Gedanken von dem Typ. Bei Nachrichten oder so ist es klar, das steht dann auf dem Zettel, aber bei sowas raff ich nicht. Foto eines Autos. Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Notieren, um versteckte Botschaften zu finden. Das sind seine Gedanken. Vielleicht muss er seine Gedanken rotieren, um mit seinen Hirnwindungen irgendeine neuen Gedanken zu finden. Alle drei wusste dieser... Ach, warte mal. Alle drei... Wusste dieser Mistkerl sogar, dass wir ein Kind erwarten? Oh, okay, hier. Jetzt steht aber wirklich da was. Moment, war das vorher auch so? Da stand doch meistens nichts drauf. Aber komischerweise, das sind doch unsere Gedanken und das steht jetzt auf dem Zettel. Alle drei? Wusste dieser Mistkerl sogar, dass wir ein Kind erwarten? Nein, das werden wir sein. Also ich denke mal, wir werden das sein. Wir haben das hier auch aufgeschrieben. Auch waren wir so lange weg und die Emma hat gesagt, was, ganze 6 Stunden und wir konnten uns ja daran gar nicht mehr erinnern. Also denke ich mal, dass wir selber irgendwie ein Blackout haben. Als wir gedacht haben, uns hat einer erschlagen, das war nicht der Fall hier. Wir haben irgendeinen Blackout gehabt, haben eine Scheiße gemacht und haben uns selber die Nachrichten hinterlassen. Ach, ich meine, darauf hätte man auch vorher drauf kommen können, aber wie gesagt, wenn sich immer aufregt, dann kommt man nicht drauf. Egal, an der Stelle mache ich mal eine Pause. Ich sehe gerade Aufnahme. 2 Stunden. Das heißt, guter Cut, immer so halbstündige Videos zu machen. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.